Fantastic. Hallo, willkommen zu einem ersten Video FIFA 16. Ich darf die Testversion spielen. Ja, vielen Dank an EA und an Microsoft, dass das möglich ist. Und ja, muss allerdings dazu sagen, wir gehen jetzt einfach mal sofort rein ins Spiel. Ich habe meine Steuerung angepasst. Ich spiele immer etwas anders, spiele aber normalerweise auf der PS4. Und jetzt spiele ich auf der Xbox. Das bedeutet, ich weiß nicht genau, wie das dann mit der Steuerung bei mir funktionieren wird. Ihr müsst mir das etwas nachsehen. Wenn sich alles so klappt, wie gesagt, der Controller ist ja ein bisschen anders. Wir gehen mal eben die Vereine durch, damit ihr mal eben euch angucken könnt, ja, wie euer Verein abschneidet bei FIFA 16. Dortmund schon mal recht gut unterwegs eigentlich. Augsburg, Bayern. Ja, wir wollen mal gucken, was es da noch so gibt alles in der Bundesliga. Natürlich die üblichen Verdächtigen, da wollen wir natürlich auch gleich ein Spielchen machen. Ich habe mich dazu entschieden, den Kommentator-Sound anzulassen, aber auf ein Minimum herunterzustellen. Einfach aus dem Grund, damit ihr mal hört, wie sich das, also damit ihr seht, oder damit ihr hört, wie der Kommentator klingt. Es ist ja Wolf-Christoph Fuß dabei mittlerweile für Manni Breukmann und der andere ist, ach, wie ist der nochmal, der von Schlag den Raab, der Kollege. Ach, keine Ahnung, weiß ich auf die Schnelle nicht, ist egal. So, wir gucken mal eben ganz kurz nach. Ich wollte mal mit den Bayern spielen. Wir nehmen jetzt erstmal, ich würde sagen, wir nehmen mal einen schlechten Gegner. Wir nehmen mal was Schlechtes, damit ich euch einfach auch mal ein paar Tore zeigen kann. So, Auswärtstrikot nehmen wir mal von Darmstadt 98. Und wir können ja mal gucken, was hat sich so getan. Hier hat sich im Grunde fast gar nichts getan. Costa kann ich mal rausmachen. Ribéry, Lahm spielt total komisch. Lahm spielt da oben, was soll das? So, Vidal werde ich mal auswechseln, dafür kommt Robben rein. Und ansonsten, hier kommt noch Martinez rein. Und dann lassen wir es mal so, wie es ist und gehen mal sofort rein ins Spiel. Ich lasse es mal auf 4 Minuten. Spielbedingungen machen wir mal Frühling und damit es auch Tag ist, machen wir es mal auf 13.30 Uhr. So, machen wir es doch mal. Okay, rein damit und direkt rein ins Spiel, bla bla bla, wieder Schwierigkeitsgrad. Ich habe eben schon mal ein Spiel gemacht, habe es dann in der Halbzeit abgebrochen. Ich wollte mal schon mal reintesten, wie es denn so ist. Das ist jetzt, wie gesagt, what the fuck? Was muss ich denn machen? Muss ich ihn jetzt, was? Okay, wir gehen lieber sofort rein ins Spiel. Ich habe einige Spiele schon bei der Demo gemacht. Ich habe bestimmt schon 50 bis 100 Spiele bei der Demo gemacht. Allerdings PS4. Deswegen, jetzt regnet es aber noch. Na egal. Wir müssen gucken. Der Controller von der Xbox ist eigentlich ganz cool. Er ist halt nur mega gewöhnungsbedürftig, wenn du den PS4-Controller gewohnt bist. Ansonsten läuft alles ganz normal. Ich habe die Kommentatoren, wie gesagt, auf ein Minimum. Aber bei Toren werden sie sich melden. Das bedeutet, wir werden auf jeden Fall hören, wie sie klingen. Habe ich eben auch schon gehört, damit ihr dann einfach mal einen Eindruck davon bekommt, wie sich das verändert hat. So, ach Leute, jetzt müssen wir erstmal aufbauen hier. Am Anfang dürfte die Schwierigkeit noch relativ schlecht sein. Und, nein, den kann man nochmal reinmachen, Wie heißt denn nochmal der Kommentator, ey? Das liegt mir auf der Zunge und ich weiß es nicht. Das ist so ärgerlich. Das ist ja der auch immer Schlag den Raab kommentiert und Basketball auf Sport 1 und neuerdings auch Football auf ProSieben Max. Ja, wir gucken mal rein in die Änderungen. Was hat sich so getan? Wir sehen die offiziellen Bundesliga-Banner und so weiter. Die FIFA hat ja die Rechte an der Bundesliga, beziehungsweise hat sich die Rechte gekauft, die Bundesliga zu zeigen hier im Spiel. Und deswegen sehen wir auch die offiziellen Banner und die offiziellen Einblendungen und so weiter und bereit. Kinect zeigt mir immer was an unten. Ich müsste Kinect eigentlich mal ausmachen. Ich hoffe mal, das wird sich jetzt nicht negativ... Lol, was pfeift der jetzt denn? Ich hoffe mal, es wird sich nicht negativ auswirken, dass ich irgendwie Kinect da noch... So, die ganze Kinect steht. Warte mal. Ich muss Kinect mal ausmachen. Das geht doch nicht. Einstellungen. Kinect-Einstellungen. Grundeinstellungen. Kinect aktiviert. Aus. Das ist doch schon mal gut. Ah, Schiedsrichter-Hörvermögen. Was ist das denn? Wie geil ist das denn? Ist diese Option aktiviert, lässt Kinect die Schiedsrichter registrieren, was du über Offline-Partien im Spiel von dir gibst. Das ist ja mal richtig geil. Ja, hat sich Kinect auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ist ja sowieso dabei bei der Xbox One. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall aus, weil mich das Socken gestört hat. Wir können das aber in einem späteren Spiel vielleicht nochmal testen. Ich wollte natürlich noch ein, zwei, drei Videos machen von FIFA. Wie gesagt, ich darf ja die Version jetzt schon spielen vorher. Und jetzt machen wir erstmal, würde ich sagen, machen wir ein Tor. Nein, aber ich wollte dran vorbeigehen, wie das bei FIFA 15 ging. Da hat er aber aufgepasst im Tor, da hat er aber aufgepasst. Scheiße, jetzt bin ich in die falsche Einstellung gekommen. So, wir machen jetzt mal eine Ecke. Lol, was war das denn für eine schlechte Ecke? Was war das denn für eine schlechte Ecke? Ich darf nochmal und diesmal machen wir es besser, würde ich mal sagen. Auf Ribéry.
auf Ribéry, 1:0 für den FC Bayern. Und komischerweise sagen die Kommentatoren gar nichts. Ich weiß nicht genau, woran das jetzt liegt. Also, ist ja wie gesagt alles noch testen. Ihr könnt mir das Menü mal angucken und so weiter. Spieleinstellungen. Alles ist hier dabei. Kommentator. Wir machen ihn mal ein bisschen hoch. Wir machen ihn mal auf 6 hoch, damit wir ihn auch mal hören. Ah, jetzt ist er da. Ich werde jetzt auch mal dann vielleicht mal etwas weniger reden, damit ihr dann einfach mal einen Eindruck davon bekommt, was die Kommentatoren dann immer so sagen. Wenn was passiert, ich denke mal bei Fouls, bei sonstigen Spielunterbrechungen werden sie sich dann wohl zu Wort melden. Boah, und es ist so ultra schwer zu attackieren mit dem Controller und ohne Scheiß. Weil man es einfach nicht gewohnt ist, weil auch vor allem die Tasten sind woanders, als du es gewohnt bist. Die Pinöpels sind woanders. Und, ja, passt auf jeden Fall. Also wie gesagt, relativ leicht eingestellt jetzt. Wie gesagt, das ist das Eröffnungsspiel, von daher darf man sich da jetzt auch nicht so viel drauf einbilden. Aber einfach mal ganz cool, das mal zu sehen. Ist auf jeden Fall ganz cool gemacht, muss ich sagen. Gefällt mir ganz gut, FIFA aktuell. Die Pässe sind, muss ich ganz ehrlich sagen, die Pässe sind ein bisschen schwieriger geworden. Du musst tatsächlich sehr relativ genau zielen, damit du dann triffst, wenn du den Knüppel ein bisschen verreißt, dann geht der Pass oftmals schon mal nicht dahin, wo du ihn hinhaben willst. Das sind halt, wie gesagt, die Erfahrungen, die ich vor allem beim Spielen der Demo gemacht habe. Ich habe wirklich so viele Spiele gemacht. Ich habe bestimmt 50 bis 100 Spiele der Demo gespielt. Minimum. Ich habe die so mit einem Kollegen zusammen so gesuchtet einfach nur. Ja, das mache ich zum Beispiel. Schwierig. Ich komme noch nicht gescheit irgendwie an den Verteidiger ran. Normalerweise mache ich das immer so. Ich habe ja eine andere Konfiguration als ihr wahrscheinlich. Ich habe die Pro Evo-Konfiguration, weil ich... Alter! Was mache ich denn hier? Weil ich anders spiele, ich habe mir erstmal umgestellt und ich nehme dann meistens immer R2 und L2 zum Bedrängen und dann noch halt die Viereck-Taste zum... hier ist es ja, weil hier ist eine andere Taste. Ah, endlich hat es mal geklappt. Hier ist es X, hier benutze ich X, um den dann abzudrängen. So. Boah, jetzt wird's aber... Ich muss sagen, die Schultertasten gefallen mir bei dem Xbox One Controller sogar besser, weil die irgendwie, die lassen sich, zumindest die unteren, die lassen sich so mega nice drücken einfach nur. Aber es geht ja eigentlich um FIFA und nicht um die Controller. So, jetzt Arjen Robben am Ball. Arjen Robben sucht einen freien Mitspieler. Ja, bin mal gespannt. Oh, das wird... Ah, da war er aber noch gut dran. Ja, ganz cool, dass Wolf-Christoph Fuß auf jeden Fall dabei ist. Wie heißt denn der Kommentator? Das gibt's doch nicht, dass ich das nicht weiß. Manni Breutmann. Frank Buschmann, mein Gott. So, jetzt habe ich mal den ausgewählt hier. Jetzt kann ich quasi aussuchen, auf wen ich spielen will. Jetzt versuche ich dann einfach mal denjenigen zu finden. Ah, hat nicht geklappt. Komm. Fernschuss. Ah, knapp vorbei. Ja, Fernschüsse sind echt schwierig geworden bei FIFA 16, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich wollte ja nochmal auf so ein paar Sachen eingehen. Also, wie gesagt, erstmal attackieren, finde ich, ist ganz gut möglich. Habe ich ganz gut raus mittlerweile. Zumindest auf der PS4. Ja, das war natürlich gar nichts vom Gegner. Ansonsten, Fernschüsse wurden echt, also ich hatte das Gefühl bei FIFA 15, sie wurden gegen Ende nochmal stärker gepatcht. Das ist irgendwie jetzt hier doch ein bisschen anders. Hier ist es ein bisschen schwieriger geworden, finde ich. Alter, es ist aber echt, der Gegner macht ja gar nichts. Das dürfte jetzt eigentlich locker nochmal, kein Tor werden. Fernschuss? Boah, ja, ich finde es auf jeden Fall schwieriger geworden, die Fernschüsse. Vor allem Schlenzer. Thema Schlenzer. Ich finde, die Schlenzer sind bei FIFA 16, zumindest in der Demo war es so, das müssen wir jetzt hier noch verifizieren, ob es jetzt hier auch so ist, sind ein bisschen schwieriger geworden. Ich habe die teilweise richtig übel verzogen. Die gingen teilweise 5 bis 10 Meter drüber. Ja, Halbzeit. Wie steht's? 2:0 müsste stehen für uns, für den FC Bayern. Ich nehme die jetzt einfach mal so genommen, weil sie halt das stärkste Team in der Bundesliga sind. Wir können ja mal noch einen Wechsel vornehmen. Wir wechseln aus, und zwar Alonso raus. Wobei, da habe ich nur Scheiße auf der Position. Wo habe ich denn noch? Ich habe eigentlich nirgends so was Gescheites noch, ne? Weil ich halt, man muss ja überlegen, die Spieler, die ich gewechselt habe, sind jetzt nicht mehr auf der Ersatzbank. Die sind nicht im Kader für das Spiel. Das bedeutet, wir haben sogar die Minuten dabei geschrieben, wann die Tore gefallen sind. Ja, finde ich ganz cool, dass, wie gesagt, da ist jetzt in der Bundesliga die offiziellen Banner und so weiter alle dabei sind. Wir sehen das oben links. Das ist das, was ihr, wenn ihr Sky guckt oder so, oder wenn ihr die Sportschau guckt, dann seht ihr die Banner auch. Das finde ich ist ganz cool. So, jetzt muss ich mal echt mal attackieren hier. Ich muss ran an die Leute. Ah, es klappt. Das ist doch schon mal gut. So, und jetzt muss der... Ich spiele immer eine ganz spezielle Taktik eigentlich, kann man sagen. Ich passe relativ viel, mache sehr wenige Alleingänge. Oh, jetzt muss ich gucken, dass er keinen Schallpass macht. Geh doch hin!
Vorteil für mich. Was ist das denn? Vorteil für mich gepfiffen. Ich muss mich hier noch ein bisschen an die Schultertasten gewöhnen, dass ich die noch richtig drücke. Aber es wird. Werden bestimmt noch einige Spiele mit der, auf der Xbox One dabei kommen. Muss ich sagen, die gefällt mir auch ganz gut, die Konsole. Komm jetzt rüber. Ah, schade. Das gefällt mir echt ganz gut. Allerdings, ja. Im Grunde tun die sich ja nicht viel, die PS4 und die Xbox. Komm, gib mir den Ball. Gib mir den Ball, gib mir den Ball, gib mir den Ball. Okay, das war die Zweikampftaste. Das war die Zweikampftaste in Action. Das gibt eine gelbe. Ja, rote Karten. Auch so ein Thema bei FIFA 16. Von hinten einsteigen beim Gegner, selbst wenn du den Ball noch ein bisschen erwischt, ist in den allermeisten Fällen rot. Und du kannst es auch an der Animation, so habe ich das gemerkt, nicht mehr unbedingt feststellen, ob er eine rote zeigt. Das war bei FIFA 15 noch möglich. Das ist jetzt nicht so, finde ich aber auch nicht schlecht. So, komm, jetzt, suchen wir den. Alter, auch noch ausgerechnet auf Alonso, den langsamsten Bayern-Spieler. Unglaublich. Ah, finde ich schon mal einen freien Mitspieler, und das ist Alonso. Oh, der Pass war schlecht. Komm. Ja, für Elfmeter. Ja, gut. Top. Können wir noch einen Elfmeter anschauen. Ja, der Müller-Thomas. Der Müller-Thomas wird ihn jetzt reinmachen. Das hat sich bei den Elfmeter nicht so ganz so viel getan. Ich finde aber, man kann sie ganz gut... Lol, der hat so langsam einen Balken da unten. Man kann sie ganz gut ins Eck schlänzen. Wir werden es jetzt mal sehen, ob ich das auch hinbekomme. Ja, habt ihr gesehen? Also, passt ganz gut, finde ich. Also, ich habe es zumindest ganz gut raus, die da ins Eck zu hauen. Torwart, finde ich, geht auch ganz gut zum Abwehren. Ich hatte ja wirklich jetzt schon das ein oder andere Elfmeterschießen, die ich in der Demo gespielt habe. Wir sehen wir es jetzt hier nochmal. Herr Thomas Müller ist auch echt ein sicherer Elfmeterschütze. Ja, haut ihn ins Eck, zumindest relativ mittig, relativ weit ins Eck. Und er zieht das 3:0 gegen Darmstadt 98. Ja, ihr könnt ja mal schreiben, was ist denn euer Lieblingsverein? Seid ihr zufrieden damit, wie der Lieblingsverein ja, von der Stärke ist? Also ich muss sagen, Bremen ist schwächer hier dargestellt als Hamburg. Es war ja mal wieder klar, oder? Es war ja mal wieder klar, dass Hamburg wieder stärker dargestellt wird als Bremen. Nicht viel, aber ein ganz kleines bisschen. Finde ich auch ein bisschen lachhaft eigentlich. Ja, da müssen wir mal gucken, ob die neuen Spieler auch alle schon dabei sind. Aber da wird wahrscheinlich dann auch noch bald ein Update kommen. Nein, nicht auf den... Scheiße, nicht ganz drauf gekriegt. Na gut, Darmstadt versucht sich jetzt natürlich ein bisschen zu wehren. Das ist auch ihr gutes Recht. Was mir auch noch aufgefallen ist. Natürlich, ich werde jetzt meine Gedanken mal noch weiter fortführen. Auch die ich in der Demo gesehen habe. Damals habe ich schon gesehen. Das... Das meinte ich gerade. Wenn du grätschst, dann habe ich es voll oft gesehen, dass die Gegner einfach über die Grätschen drüber jumpen. Das hatte ich bei FIFA 15 auch nicht. Bei FIFA 15 waren die Grätschen ein bisschen effektiver. Und das, ja, muss man halt sein Spiel darauf anpassen, ne? Ist jetzt nichts Weltbewegendes, aber muss man halt drauf reagieren. So, jetzt müssen wir eben gucken, dass wir hier mal ein bisschen wieder uns befreien und mal selber einen Angriff starten. Komm. Ah, schöner Schuss. Von wem war es? Ich glaube, das war Ribéry. Nein, er geht leider nicht zur Ecke. Ja, jetzt müsste sich mal einer freilaufen von euch. Ja, dann wechsle ich den. Hallo. Ja, toll. Hat sich keiner freigelaufen. Ich konnte den Ball nichts mitspielen. Nimm! Ja, wo spiele ich den jetzt hin? Da definitiv nicht. Keine gute Idee. Ich müsste auch mal ein bisschen mehr Pressing spielen. Ich komme aber nicht an die... Doch, da. Komm jetzt. Ah, Fernschuss. Ja, ein bisschen zu feste eigentlich. Da sieht man es, die Fernschüsse noch nicht so ganz mein Metier in diesem Spiel. Aber es wird. Es wird. Und würde mich auf jeden Fall mal freuen, wenn ihr mal ein bisschen Feedback da lasst, wie euch das gefällt. Das Video, die Folge, das Spiel natürlich. Wie gefällt euch das Spiel? Wie gefällt euch FIFA? Wie gefällt euch Pro Evo? Was findet ihr besser? Ich habe die Pro Evo-Demo auch einige Male gespielt. Bin auch ganz begeistert eigentlich. Ich finde beide Spiele ganz gut. So wie letztes Jahr, da fand ich auch beide Spiele ganz gut. Wobei natürlich bei FIFA immer wieder die Gefahr ist, dass man zwischendurch mal wieder irgendwas weggepatcht wird oder irgendwas gepatcht wird, was man dann nicht gebrauchen kann. Irgendwann waren die Ecken mal zu stark, dann waren die Schlenzer gegen Ende etwas zu stark, fand ich. Ach Mann, der kommt nicht durch. Oh, Torwart, mach keine Scheiße. Torwart. Ja, müssen wir echt mal ein bisschen rangehen an die Leute, damit hier... Ah, da holt ihr auch Gerätchen, aber es hat nicht ganz geklappt. Damit das hier mal noch ein bisschen was wird. Komm. Gib mir noch einen Bayern-Spieler hier. Ja, ich werde noch besser werden, Leute. Ich weiß, das war jetzt noch nicht so das Gelbe vom Ei, was das Spielerische angeht, aber wie gesagt, es war mein zweites Spiel auf der Xbox. Von daher muss ich mir erstmal jetzt ein bisschen an den Controller gewöhnen. Ich hoffe mal, ihr versteht das. Habe ja auch nicht gesagt, ich wäre jetzt der Oberpro oder so, also auf keinen Fall. Aber es macht Spaß. Es macht auf jeden Fall Spaß und das ist ja im Grunde die Hauptsache. Man muss ja nicht der große Oberpro sein. Und ja, das war Spiel 1.
Ein paar Neuerungen haben wir gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Folgen sehen wollt, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.